Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte heute hier diesen Class Axion Terra Drag Extreme Edition also vorstellen. Also der ist schon mal sehr interessant. Der kostet hier 355.000 Euro und jetzt haben wir ihn schon mal hier. Ja, er ist, wie man sehen, in Farbwahl. Das finde ich echt super. Leasing kostet der 18.265 Euro und mal acht schon was her. Er sieht eigentlich gleich aus, so wie den, was ich jetzt gestern vorgestellt habe. Ja, also 130 km/h soll er schnell sein. Also er steht in der Beschreibung. Die Beschreibung habe ich auch unten drin und natürlich den Link zu der Originalseite, wie immer. Also 130 km/h soll er schnell sein. 56 Liter AdBlue, 867 Liter Kraftstofftank. Das ist gleich wie bei denen, wo ich gestern das Video gemacht habe. 355 PS entsprechen hier 261 kW. Wir können hier die Hauptfarbe ändern. Also schon mal diese Farbe kostet hier 2168 Euro. Wir könnten den jetzt in Orange nehmen, finde ich, sieht auch gut aus. Die Hauptfarbe kostet immer Geld, wie wir sehen. Egal, welche du nimmst, die als Standard drin ist oder hier Beispiel dieses Schwarz. Dann Felgenfarbe hier zum Beispiel. Wäre mein Geschmack, aber jeder hat da einen eigenen Geschmack. Kostet 300 Euro, dann haben wir das Design. Das Design ist hier oben die Haube. Kostet 980 Euro. Und dann haben wir, ich könnte mal hier zum Beispiel den auch so nehmen natürlich. Sieht auch sehr schick aus. Oder wir die Haube so her. So habe ich ihn jetzt da gekauft. Also, dann haben wir jetzt die Motorausführung. Haben wir hier für 35.000 Euro. Haben wir 445 PS, entsprechend 327 kW. Dann haben wir hier also das mit dem Tuning. Das kostet jetzt nichts. Das finde ich irgendwie schade. Das sollte nun mal eigentlich Länge mal Breite kosten. Da haben wir hier irgendwas bei den 1000 oder 15.000. Keine Ahnung. Jedenfalls die KWG kann ich jedenfalls gut sehen. Die kosten hier auch leider ja nichts wie davor. Also 1136 Euro. Dann haben wir hier vorne ein Hirschen drauf. Ja, das finde ich ein bisschen lustig. Also ist halt richtig Geschmackssache. Schade, dass man hier nicht mehr machen kann. Aber vielleicht kommt ja noch was in einem Update so her, dass man jetzt zum Beispiel hinten ein anderes Bandlaufwerk hätte oder hier die Laufräder ein bisschen anders da ausschauen oder breiter, ja, oder vorne Beispiel auch noch ein Bandlaufwerk drauf hat. So, verschiedene Sachen wären ja möglich. So, da haben wir jetzt das gute Stück. Wie wir sehen, habe ich den so gekauft in der Farbe. Habe extra, um mal zu schauen, wegen der Leistung, einen Flug mal besorgt, auch gleich, um zu sehen, wie das hier das Ganze funktioniert. Die Map ist für mich auch ein bisschen neu und dann schauen wir das Ganze uns mal an, weil ich finde die Map ist sehr interessant. Wenn ihr wissen wollt, wie die Map heißt, da sehen wir jetzt schon mal hier, ich sink schon mal ein hier mitten. Oh, das sieht echt cool jedenfalls aus. Der hat schon interessante Bilder hier so her. Da sehen wir das Ganze natürlich so her. Man sinkt hier ein. Der Schlamm spritzt hier schon mal rum. Also da ist jedenfalls noch nicht dreckig, jedenfalls der Pflug jedenfalls schon. Dann muss ich uns mal schauen, wo das Feld ist, was ich da gekauft habe. Müsste, denke ich mal, hier sein. Ja, hier liegt jedenfalls viel Zeug rum. Hänge ich jetzt hier mit dem Pflug irgendwie fest? Ach ey, ach ey. Mal schauen, ob wir jetzt wegkommen. Ja, kauft man was Großes, Langes, hast nur die Probleme damit. So. Haben wir mal durch das Gestrüpp natürlich hier durch. Fangen wir dann mal an zum Pflügen. Ja, das ist das Feld, was ich gekauft habe. Jedenfalls, wenn man sieht hier, wenn ich aufs Gas drehe, boah, das Bandlaufwerk, das geht ja voll durch. So, dann klappt man das alles mal auf und wir senken natürlich hier unser Gerät dann gleich, aber ich muss noch ein bisschen vorfahren. Andere sagen, oh, geil ist das. Ja, ich finde es auch geil.
Ja, dann machen wir natürlich hier mal unsere Arbeitslichter mal an. Und dann fangen wir mal an zu pflügen, dass wir hier was sehen, natürlich. Jetzt muss ich mal ganz kurz mal stehen bleiben, weil mir ist das Gaspedal verrutscht. Und wir steigen natürlich drauf. Irgendwie ruckeln tut da, wie wir sehen. Schalten wir mal besser mal die Arbeitsleuchten mal aus. Mal schauen, ob das weggeht. Weiß jetzt nicht, warum er ruckelt. Schauen wir mal die FPS uns an. Ja, also das geht ganz gut so her. Aber ruckeln tut er. Das finde ich ein bisschen eigenartig, warum er jetzt ruckelt. Vielleicht liegt das hier an der Karte. Das kann auch sein. Aber wir schauen uns gleich nochmal die Lok natürlich an. Weil Leistung sollte er ja eigentlich ja haben, mit also weit über 1000 PS natürlich. Dreckig wird er jetzt auch langsam. Bleiben wir mal stehen. Schauen jetzt nochmal die Lok an. Da sehen wir jetzt hier, der Mod hier hat keinen Fehler drin. Ich habe davor ein Video gemacht von den Zell. Der hat hier Warning und Aero drin, wie man sehen, wegen den Shader. Falls ihr das Video ja gesehen habt, dann wisst ihr, von was ich rede. Dann schauen wir nochmal ein bisschen weiter. Sehe jetzt auch noch keinen Fehler drin, wie man sehen. Ich denke mal, vielleicht liegt es mit dem Untergrund zusammen, weil wir ja gesehen haben, der sinkt da ein und das Ganze kann viele Ursachen haben. So, dann können wir ja mal auch gleich mal den nochmal abhängen, den Flug. Mal sehen, jetzt ist kein Rucken, kein Ding, nichts da. Dann können wir ja hier vorne mal hier unser Lichttest machen. Hoffen wir, dass da kein Passant kommt und sich deswegen nachher aufregt, weil er sich geblendet fühlt. Also machen wir jetzt hier unser Lichttest. So, die Rundumleuchten scheinen schon mal zu funktionieren, wie wir sehen. Dann haben wir jetzt hier unseren Blinker, da hat einen Schein, wie wir sehen. Hier auch einen Schein. Jetzt machen wir die Warnblinkanlagen mal an. Passt auch. Dann jetzt das normale Licht einmal. Kommt echt cool rüber. Hinten am Mauernschein da. So, jetzt kommt das hier mit Numbit 5. Numbit 6. So. Das ist eigentlich ja der gleiche, was es auf der Seite vom Modhub gibt. Der wurde nur ein bisschen so her verändert. Jedenfalls ist das also von meinem Gefühl so her. Bloß halt, dass der halt nicht so die, der hat nicht die Farbwahl nicht und das noch mit der extremen PS-Zahl natürlich. Das hat er nicht. Aber sonst ist es nach meiner Meinung genau der gleiche. Wenn jetzt mal uns in die Innensicht mal reinschaut, sieht man mal genau das gleiche. Das Gaspedal ist animiert. Bremse, der Sitz wackelt, vorne das Spieglein funktionieren. Super tolle Sache. Schauen wir nochmal so her. Dann sehen wir hier alles top. Finde der Mod sonst echt cool. Ist auf der Richtung ja eine Fantasy-Mod mit dem PS und den Hirschen drauf. Ist nicht original. Das muss jeder sich selber entscheiden, ob er sich die Mod runterlädt oder nicht. Ja, wenn dir hier das Video natürlich gefallen hat, dann schau es natürlich wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Servus, grüß euch, euer Franz.